Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe relativ viele Boxen und bin jetzt auch schon bei 7023 Trophäen. Leute, kurze Sache, mein Bull, ne? Ich habe mir letztens relativ viel gekauft, ne? Ich habe mich eingeholt. Ich mach grad Video. Leute, kurze Sache. Nice. Leute, ich mache in letzter Zeit, also wartet mal kurz, Leute. Ach, egal. Leute, also ihr wisst ja immer. So, Leute, ihr wisst ja, in letzter Zeit probiere ich ja, also ich konnte keine Videos hochladen, weil ich einfach zu schlechtes Internet hatte, um welche hochzuladen. An der Stelle, sorry, ich bin mit dem Internet machen, das ist viel zu laut, Leute. Also Leute, ich habe probiert, ein Video hochzuladen, es hat nicht geklappt. Ja, wahrscheinlich. Also es hat nicht geklappt, Leute, und ich finde es wirklich traurig, aber egal. Hoffentlich seid ihr mir da nicht böse, deswegen, aber egal. Leute, kommen wir zur nächsten Sache. Ich sollte ja ursprünglich ein Projekt machen mit Minecraft Hello Neighbor. Es ist traurig, aber wahr, denn wahrscheinlich wird es nicht. Dieses Projekt mit Hello Neighbor, weil einfach niemand mitmacht. Und jeder sagt, ich mach mit, blablabla. Aber in Wirklichkeit macht überhaupt keiner mit und baut auch nicht mit. Ich und Klonkrieger sind die einzigen, die ja noch bauen. Welchen Brawler soll ich nehmen? Fragezeichen. Spike. Leute, falls falsch geschrieben habe, sorry. Leute, also es tut mir wirklich leid an alle jetzt, die eigentlich mitgebaut haben. Aber es ist halt so. Klonkrieger und ich sind die einzigen, die mitgebaut haben. Und kommst du, falls du dieses Video siehst, ne? Und wenn du jetzt schreibst, du hast ja richtig viel gebaut, ne? Dann schreib mir ja bitte in die Kommentare, was hast du gebaut? Das würde mich mal interessieren. Du hast den Grundriss des Gefängnisses gebaut. Mehr nicht. Ein Geheimgang, den jeder bauen kann. Und mehr auch wieder nicht. Und dann bist du offline gegangen. Ganz ehrlich, ich will dich jetzt nicht anmotzen, ne? Aber ich finde es traurig. Und ich finde es traurig an alle, also von allen Leuten, die sagen, ich mache beim Projekt mit, aber in Wirklichkeit machen sie überhaupt nicht mit. Sondern spielen einfach nur wild rum, kommen nie online und helfen mit. Aus dem Grund wird das Projekt nichts und ich werde entweder heute noch oder morgen ein Projekt hochladen. Kommt drauf an, wenn Klonkrieger online kommt und Sanimo. Alle anderen, die ARK haben, können auch gerne mitmachen. Denn es wird ein ARK-Projekt, wo jeder mitmachen kann, der ARK hat und eine PlayStation 4. Und wenn ich da dann das Projekt mache. Das wird so ein Projekt zum Beispiel, also Leute, man darf nicht teamen in diesem Projekt, also Leute, es wird geil, jetzt kommen aber die Regeln, man darf in diesem Projekt nicht teamen mit anderen, man darf keine Tribes machen, es sei denn, wir haben genug Leute, aber im Moment haben wir nicht genug, also ja, machen wir auch nicht genug, also machen wir auch kein Team. Oder Tribe. Und Leute, es muss so sein, dass man darf dann gegenseitig helfen. Ja. Aber was man nicht darf, ist mit jemandem jetzt zum Beispiel halt probieren, mit ihnen zusammen zu teamen. Das darf man nicht. Es sei denn, wir haben viele Mitspieler. Dann darf man es. Dann darf man auch Tribe gründen. Von mir aus ist mir total egal. Aber jetzt noch nicht, weil wir zu wenig Leute sind. Ich weiß noch nicht mal, ob Klonkrieger mitmachen will. Aber Sunny auf jeden Fall. Hat er mir auch schon gesagt. Auf den Grund, Grüße gehen raus an dich, Sunny. Klonkrieger, wenn du Bock hast, kannst du gerne mitmachen. Und an alle anderen, ARK kostet 16 Euro. Das ist ARK Survival Award. Also, Leute, gönnt es euch, falls ihr es nicht habt. Und wenn ihr es nicht dürft oder wollt, dann ist es nicht so schlimm. Denn ihr könnt immer noch dann meine Videos sehen. Man darf die Dinos von jemand anderem killen. Man darf seine Mates killen. Also man darf gegenseitig, also man darf die Gegner killen. Zum Beispiel, wenn ich Sunny sehe, darf ich ihn killen. Oder ich kann ihn fragen, was er gerade macht. Wenn er mich dann killt, ist meine Schuld. Aber ich könnte es auch so machen, dass ich dann einfach bei ihm bin.
Zum Beispiel bei Sunny und raide ihn. Das heißt, wenn ich ihn raide, dass ich einfach seine Base zum Beispiel zerstöre oder nicht seine Base zerstöre, aber probiere halt seine Dinos zu töten oder seine Base darf man auch zerstören, die gegnerische Base, seine Dinos darf man auch töten. Aber eine Regel gibt es, die muss also bis auf diese andere, dass man nicht zusammen teamen darf, ist die, Leute. Man darf wirklich nicht, und das wiederhole ich, Leute, man darf nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, okay, der und der zähmt jetzt einen Dino, darf man ihn nicht töten, wenn er gerade einen Dino zähmt oder einfach den Dino töten. Das ist verboten, Leute. Falls ihr also zum Beispiel einen Dino seht, der auf dem Boden liegt, und ihr könnt da von mir aus auch nachgucken, ist mir egal. Wenn er steht, dass er nicht tot ist, also wenn er nicht tot ist, Leute, dann von mir aus, also wenn er nicht tot ist, dann dürft ihr ihn auch nicht töten, wenn er auf dem Boden liegt. Dann dürft ihr ihn wirklich nicht töten. Das ist nämlich sehr unfair und zu ärgerlich für den anderen, weil das ist wirklich doof. Man darf ihn aber helfen. Man darf ihn helfen. Bei dem Zähmen. Was für Camper. Man darf helfen beim Zähmen, aber man darf man darf seine Dinos halt nicht töten, wenn sie gerade gezähmt werden. Und was man auch nicht machen darf, Leute, ich weiß, sehr viele Regeln. Ups. Ja, Leute, aber was man wirklich nicht tun sollte, ist halt wirklich die Dinos abschreiben. Es ist traurig, Leute, wenn man sowas macht. Wie tief muss man dann gesunken sein? Das ist wirklich zu traurig. Night Gaming, was schreibst du denn? Achso, Grüße gehen übrigens raus an dich. Night Gaming. Leute, Night Gaming hat auch einen Kanal. Checkt ihn einfach mal aus. Und ja, auf jeden Fall. Leute, weiß einer von euch eigentlich, wie man so sein Profilbild, also wie man ein eigenes Profilbild erstellen kann für YouTube zum Beispiel? Ich habe aus Versehen die Ulti gedrückt. Ah, nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimmidi-milmidi. Nein, ich will dich nicht nehmen. Ich will dich nicht nehmen. Was zur Hölle? So, aber na, warte, du nimmst Bibi, okay, dann nehme ich Frey. Bam. Leute, also, was man aber zum Beispiel darf, jemand anderem, darf man darf mit jemand anderem raiden, man darf mit demjenigen traden und, also Leute, raiden ist, wenn man jemanden zum Beispiel angreift und dann seinen Loot klaut oder sowas. Das darf man. Oder wenn man gerade, wenn der Gegner zum Beispiel gerade AFK ist oder nicht online ist, dann darf man das auch machen. Ist aber egal. Weil das ist der Sinn eigentlich von ARK. Und traden heißt, man darf gegenseitig Sachen tauschen. Also zum Beispiel, ich komme jetzt an und frage Lohnkrieger, ey, hast du zum Beispiel was, was wir tauschen könnten? Zum Beispiel, ich hier gebe dir eine Flinte gegen Rex-Sattel. Zum Beispiel, Leute, zum Beispiel. Aber wirklich, Leute, auch nur zum Beispiel. Och Mann, du blöder Crow. Ich kann Crow nicht ab, Leute. Leute, was meint ihr? Schreibt jetzt mal einfach in die Kommentare. Also, falls ihr wisst, wie man das machen kann, eigenes Profilbild erstellen, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und ja, Leute, das Minecraft-Projekt wird wahrscheinlich nichts. Es wird doch, glaube ich, nicht hochgeladen. Dafür ist jetzt ARK. Und Leute, zum Beispiel in ARK, diesem Projekt, ich weiß, ich laber darüber viel, darf man zum Beispiel auch einfach, also für eine Folge, also zum Beispiel, ich mache das ja dann als Video, und ich dürfte zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, warum lebt ihr eigentlich noch wieder? Wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, Klonkrieger ist da gerade und läuft rum. Und ich möchte, dass er zum Beispiel, wie kann man das ausdrücken, Leute? Wie soll man das ausdrücken? Oh, Leute, es ist typisch Karma für mich. Ich habe gesagt, ich hasse Crow, er nimmt Crow. Ey, Night Gaming, warum tust du mir das an?
Aber Leute, was man wirklich, also was dann auch erlaubt ist, man darf sich halt gegenseitig killen, die Base zerstören, Dinos töten, die gezähmt sind, bla bla bla. Man darf sich dabei aber auch rächen, man kann aber auch jemandem helfen. Zum Beispiel jemanden zu zähmen oder was zu machen, also zum Beispiel für eine Folge oder sowas. Darf man dann zum Beispiel auch zusammen aufnehmen. Was man aber nicht darf, sich gegen den anderen verschwören. Das darf man nicht, das ist verboten. Weil sowas ist wie Tunen. Das ist ja auch so gut, also wenn man nicht Tribe ist. Also Leute, das ist wirklich nicht fair, es ist nicht nett. Ich feiere es überhaupt nicht. Och Mann, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Night Gaming, ich hasse Crow. Bitte nehm einen anderen Brawler. Ich hasse Crow. Mann, Leute, 11 Minuten, 6 Stunden schon. Also Leute, es wird nichts, dass ich jetzt das Minecraft-Projekt hochlade. Es sei denn, ihr besteht wirklich drauf, aber zu zweit würde es keinen Spaß bringen. Und ihr müsst dann halt auch online kommen und helfen. Und mitmachen, also es bringt einfach überhaupt nichts, Leute. Ich habe darauf auch überhaupt keinen Nerv mehr, Klonkrieger ebenso. Wir wollen das einfach nicht mehr. Und ja. Aber Leute, ich werde heute ein Unboxing machen, wenn ich jetzt mal endlich noch ein paar Punkte schaffe. Und wenn nicht direkt immer verrecken. Dann ist es... Jetzt habe ich sogar noch Lex! Leute, sorry, dass ich jetzt so laut werde, aber es ist so. Dieses Spiel will, dass ich... Junge, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Spiel hasst mich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass mich das Spiel einfach hasst. Nein, das Spiel hasst mich. Leute, das Spiel hasst mich. Warum habe ich jetzt eigentlich schon nur 2 Balken? Normal habe ich immer 4. Och Leute, verreckt doch mal endlich. Ich habe keinen Bock, mal 5. zu werden. Vor allem nicht mit Max. Danke, ist ja auch mal alle verreckt. Jetzt habe ich sogar noch einen Zuschauer. Aber Leute, hier. Jeder von euch hat sich, also fast jeder von euch hat sich ein Arc-Projekt gewünscht. Achso, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Was denkt ihr? Ziehe ich in diesem Unboxing, was ich gleich mache, ein Brawler oder nicht? Schreibt es mal in die Kommis. Das würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil es würde mir wirklich... Leute, und schreibt mal bitte heute, schreibt mal bitte so in die Kommentare, was ihr bei mir als Projekt sehen wollt. Also, und ob jemand von euch mitschocken will und so. Also schreibt mal ein paar Kommentare. Einen von euch werde ich davon rausfischen. Und Leute, der wird was von mir erhalten. Also nicht wirklich was erhalten. Aber schreibt einfach mal ein paar Kommentare. Denn ich möchte mal was austesten, aber wirklich sinnvolle Kommentare. Und Leute, ihr wisst ja alle, dass ich demnächst, also nicht demnächst, aber ab 1000 Follower einen Shop mache. Es stimmt, Leute, ich bin am Hin und Her überlegen, ob ich jetzt ab 500 Abonnenten oder ab 1000 Abonnenten einen Shop mache. Und wenn, würde ich so oder so nur einen kleinen Shop machen, wo dann limitierte Designs drin sind. Ich habe da schon was überlegt. Es würden insgesamt 20 Designs drin sein. Einmal in schwarz und einmal in weiß, also 10 in weiß, 10 in schwarz. Insgesamt dann 20. Ich mach jetzt Leute, kurze Sache. Für alle, die jetzt eine Leserechtschreibschwäche haben, ne? Oder nicht gut schreiben könnt, verurteilt diese Leute nicht. Nice. Das ist wirklich nicht nett. Leute, es ist einfach nicht nett. Und einfach... Leute, so macht ihr euch keine Freunde. Das sage ich euch. Und schreibt Night Gaming. Hoffe, du ziehst Sandy. Ich auch. Leute, wir machen den kleinen, aber feinen Bug. Oder keinen Bug.
das teste ich jetzt bei jedem Brawler, der legendär ist. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Macht jetzt Pause und schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, ziehe ich? Welchen Brawler ziehe ich? Schreibt mal in die Kommentare, welchen Brawler ich ziehe oder ob ich überhaupt einen ziehe. Also wenn ich einen ziehe, was meint ihr für einen? Und wenn ich überhaupt keinen ziehe, was meint ihr, würde ich am ersten demnächst ziehen? So Leute, wir machen jetzt das Unboxing. Leute, wenn ich hier einen Brawler rausziehe aus diesen ganzen Kisten, dann werde ich meinen Kopf auf den Tisch schlagen. Bum, 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 badawing, gung, gung. No, no way, no way, no way. Bam, bam, bam. Oh, 5 Juwelen, lecker. Nochmal 5 Juwelen. Komm, Leute, ich mein Brawler. Komm, bitte, irgendein Brawler. 8 Juwelen. 5 Juwelen schon wieder. Leute, was habe ich für ein Lack mit Juwelen? Leute, letzte Kiste. Oh, allmächtige Kiste. Bitte gib ihr was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Leute, seid ihr bereit? Leute. 3. Wir öffnen sie gemeinsam. 3. 2. 1. Woo! 241. Leute, ich hab nichts gezogen. Oh, Leute, es ist so traurig, dass man nie was sieht. Leute, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich einfach falsch gemacht? Ich ziehe. Leute, jeder, der Brawl Stars spielt, von meinen Freunden, ne, hat mindestens schon Crow. Mindestens schon ein, oder mindestens schon, schon Spike, Sandy, Leon oder Crow. Weißt du was, Leute? Ich gebe dir jetzt einfach einen anderen Namen, sodass sie mich hassen. Die hassen mich eh schon. Spuk, Sadden, Laden und Krab. So Leute, jetzt sind das die neuen Namen von denen. Leute, ich gehe jetzt offline. Schade. Ich gehe off. Bye. Leute, hiermit war es das auch mein Video. Ciao.